Siehst du den Löwen? Negativ. Er läuft direkt auf euch zu. Vom Hubschrauber aus wird ein Pfeil mit einem Betäubungsmittel abgeschossen. Der Einsatz beginnt. Dieser junge Löwe und drei weitere Tiere sind getroffen. Jetzt werden sie von Südafrika nach Malawi gebracht. Der Grund, das Pilanesberg-Reservat in Südafrika ist einfach zu klein. Pilanesberg ist nur 55.000 Hektar groß. Um uns herum ist überall besiedeltes Gebiet. Die alten Zeiten in Afrika sind ja leider Geschichte. Die Tiere können sich nicht mehr frei bewegen. 50 bis 60 Löwen können wir hier haben. Und in dieser Größenordnung wollen wir bleiben. 3 Wochen bleiben die Tiere in Quarantäne. Dann werden sie wieder betäubt und an Bord von 2 Kleinflugzeugen nach Malawi gebracht. Die Menge des Betäubungsmittels ist ein heikler Punkt. Zu viel und die Löwen könnten womöglich nicht mehr aufwachen. Zu wenig und die Leute an Bord wären in Gefahr. Schließlich landen die Maschinen sicher in Malawi. Doch 1 der 4 Tiere hat die Strapazen nicht überlebt. Leider haben wir unterwegs 1 der Tiere verloren, wegen eines Herzstillstands, 4 Stunden nach der Betäubung. Jedes Tier reagiert da unterschiedlich. Die Mittel, die wir benutzen, erhöhen den Blutdruck. Zusammen mit der Flughöhe und dem geringeren Sauerstoffgehalt in der Luft hat das dann unglücklicherweise zum Tod des Löwen geführt. Ein Weibchen und 2 Männchen haben überlebt. Sie können die Löwenpopulation in Malawi wieder wachsen lassen. In den 80er Jahren hatten Wilderer die Tiere hier ausgerottet. Die Organisation African Parks hat seit 2003 mehr als 2500 Tiere hierher gebracht. Von kleinen Pflanzenfressern bis zu großen Raubtieren. Löwen sind Besuchermagneten. Sowas will jeder Tourist sehen. Dass die Löwen jetzt hier sind und wir ein Big Five Park geworden sind, das macht uns sehr attraktiv. Die Big Five, das sind die großen Tiere, die Afrika so einmalig machen. Und der Löwe als König der Tiere zählt natürlich dazu. Hier in Malawi müssen sie jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen und in der neuen Umgebung ihren Platz finden, diese gefährlichen und faszinierenden Raubtiere.